Gut, dass ich meine Festplatte vorher noch aufgeräumt habe. 300 Gigabyte beiseite geschaufelt. Den Platz brauche ich jetzt auch für die Aufnahmen. Nebel, du hast ja nur die NATO, du hast ja nur die NATO-Suppressor. Ich habe zwei verschiedene. Suppressor NATO und Suppressor East. Ja, also wenn, dann sollte der East, weil es ja eine osteuropäische Waffe ist, die AK. Nee, das geht auf der 101 nur, wie gesagt, auf der 74er und auf der U. Mal kurz. Oh krass, schau mal den Mond an. Ja, warte ich hier schon. Bisschen. Warte, das geht leider nicht. Ach, ich muss das. Du, aber verschmäht es nicht, Phil. Die kleine AK, die nimmt zwar viel weg, aber ist trotzdem geil. Packen wir auf die kleine AK drauf. AKM? Was soll ich machen? Hast du eine kleine AK? Nee, du, oder? Hast du gesagt. AKM? Ach so. Nee, eine AK. Ne. Es liegt noch an der Millibase. Eine AK-74. Ach so. Eine AK-74. Für die hätte ich sogar ein Magazin. Ja, den musst du dir looten, dann kannst du auch deinen East Suppressor verwenden. Oder du gehst auf die 101. Ich weiß aber nicht, ob jetzt auf die U ein PSO geht, das weiß ich auch nicht. Nee, das geht nicht, das geht nicht. Aber das brauchst du ja eh nicht, weil... Nee, nein, das geht nicht, das weiß ich, dass das nicht geht. So, jetzt habe ich auch eine AK mit AKM, 75er Mac, hier eine SKS habe ich auch noch. Hier irgendwo meine Mosin rumliegt. Ja, die liegt da bei mir irgendwo. Warte mal, ich pack dir mal direkt den Ding drauf. Nee, brauchst du nicht. Ich glaube, ich hab, oder? Hat er auch eben einen drauf. Ach Jens, du machst auch ab und zu mal Game-Mitschnitte, oder wie? Ja, ja. Ich hab mal einen bitte in die Hand, nicht dass. Habe ich auch schon ein paar lustige gemacht in der Zeit jetzt. Einfach mal in die Hand. Mein YouTube-Kanal heißt genauso wie ich, Lobotomie Fatal. Den muss man schicken ja auch nur. Brauchst du noch Munition, Simon? Nö. Die soll ich in die Hand nehmen, okay. Brauchst du deine Ammo-Box wieder? Ja, die brauche ich, weil wir müssen dasselbe jetzt gleich nochmal machen dann. Ja, warte. Und morgen können wir mit gescheit Action machen dann. So. Hier liegt deine Ammo-Box. Ja. Ist schade, dass man die AKM nicht schalldämpfen kann. Bin jetzt in der Zeltstadt hier und ist auch Totenstille hier. Kann in Ruhe looten. Na gut, dann locke ich mich jetzt mal um. Hast du alles dabei, was du dann brauchst? Weil nett, dass du wieder nochmal umlocken musst. So, für meinen anderen Char. Ja klar. Der hat ja nur die Mosin, die kriegt er jetzt. Mosin-Munition habe ich noch. Mehr brauche ich nicht. Rangefinder hat er noch, der hat ja den Ghillie-Suit an, das ist schon okay. Okay. I'm slowly warming up hier auf diesem Server zum Beispiel jetzt gerade. Ja, das ist wirklich abhängig von Server zu Server unterschiedlich. Ich würde fast sagen, dass das random bei jedem Server Restart neu berechnet wird, weil es heißt zwar, die orientieren sich hier an GMT, irgendwie an der mitteleuropäischen Zeit und so, aber nee, glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen, ist ja erst später geworden, ich glaube, wäre das dann. Dem einen frierst du den Arsch ab, auf dem anderen schwitzt du, die hatten es doch schon so oft. Ja. Einfach. Es gibt Server, da kannst du mit Ghillie Suits zum Beispiel keinen Kilometer laufen und du bist am Overheaten. Auf anderen Servern ist genau richtig, weil er dir den richtigen Wärmeschutz gibt und so. Genau. Krass. Ich würde es ja verstehen, wenn sie jetzt ja da in anderen Breiten und Längengraden, was weiß ich, US oder Ding oder weiß ich nicht. Aber europäische Server sollten da relativ gleich bleiben eigentlich. Eigentlich ja. So. Was ich halt auch stark vermisse, was ich früher immer gern gehabt habe, so, dass man mal so einen Sonnenaufgang oder so einen richtig Sonnenuntergang wieder erlebt,
unterm Zocken, dass die Server-Admins das so einstellen, dass die Server ein bisschen anders laufen von den Restart-Zeiten, weil meistens ist es ja so, die laufen von 15 Uhr bis 18 Uhr und dann resetten sie und dann sind sie wieder bei 15 Uhr. Ja. Immer ein bisschen schade, weil du kriegst eigentlich nie so die Stimmung, die Morgenstimmung, mit dem Sonnenaufgang, das ist ganz was Besonderes eigentlich. Das finde ich auch. Gerade jetzt, wo du die Server persistent hast, wo jetzt sowieso nicht alle paar Minuten Restart sein muss. Genau, genau. Ist das doch sowieso angebracht. Die könnten ja locker so machen. Anfangen irgendwo 8 Uhr morgens, nach 4 Stunden ist es 12 Uhr, dann geht es weiter bei 12 Uhr und es läuft durch, weißt du schon. So hat es der Tix jetzt auf dem Amma3 Server gemacht. Das ist auch ziemlich geil. Das ist natürlich quasi keine Unterbrechungen hast durch. Genau. Da keine Zeitsprünge, besser gesagt, oder keine Zeitrücksprünge oder sowas. Kann man nicht mehr von Flaschen in die Kantinen umfüllen? Nee, das geht leider nicht mehr. Oh. Finde ich auch sehr schade, das habe ich nämlich immer sehr gern gemacht. Ja. Das ist ja dumm. Muss man sich jemals geben, wie krass das eigentlich ist, was die da für einen Scheiß programmieren oder auf welcher schlechten Grundlage die das Ganze programmieren müssen, so muss man es ja sagen. Ja. Weil es ist ja nicht einfach so, dass die jetzt das Feature rausnehmen, dass du eine Plastikflasche in eine Kantine füllen kannst. Das haben sie schon aus einem Grund rausgenommen, weil das würde wieder irgendwas anders stören und dann im schlimmsten Fall halt irgendwie einen Crash bedeuten oder irgendwas anders. Dass sie das gerade nochmal deaktivieren müssten jetzt gerade. Ja. Wegen der Busch. Oft so gewesen, Features wieder rausgenommen oder wieder... Ah, da bist du. Wieso... Ah, Rubberbanding. Standard Rubberbanding am Anfang, oder? Die ersten 10 Sekunden. Ja. Jetzt, warte mal hier. Bei meinen Legen. Passt sie? Passt sie, Phil? Ja, okay. Das ist anscheinend immer so, wenn immer ich... Immer zweimal hinlegen. Es ist immer so, wenn ich einmal auf X drücke, ist sie im Inventar. Jetzt hast du sie, oder? Ja, jetzt hab ich sie. Okay, okay, musst du jetzt noch was für dich machen? Ja, jetzt müssen wir dasselbe nochmal machen. Weil danach gehe ich auch ehrlich pennen, weil... Ja. Die Uhr, ey. Oh ja, schon wieder 10 nach 4. Doch gut gewesen dann für heute. Jo. Ja, ich bin jetzt auch am Ende angekommen. Ich bin jetzt nördlich von dem Zeltlager nochmal in diese kleine Base da oben im Wald. Und da werde ich mich dann auch ausloggen. Du, ich verändere mittlerweile schon so viel. Ich mache zurzeit mein Field of View standardmäßig schon mehr nach links näher. Und da habe ich letztens heute einmal krasserweise eine Streamerin gesehen, aus Zufall. Die hatte ihr Field of View komplett nach rechts auf Anschlag. So hat die standardmäßig gezockt. Das war ja sowas von krass, ich habe gar nicht zuschauen können. Also ich mache mein Field of View so, dass ich viel noch sehe. Was, dass du was siehst? Also warte, das ist bei mir auf zwischen L und D von Field. Naja, ich hab's ein bisschen mehr noch, ich sehe so den Backpack und den Arsch gerade noch. Aber sobald ich in eine Situation komme, wo ich jetzt nah ran muss, klatsche ich's komplett nach links. Ja. Vor allen Dingen als Sniper. Ah, hast du nicht direkt beim Dings, oder? Nee, weil da hat mal auf dem anderen Persistent hat der andere gebunkert in dem in dem Ding drinnen. Also entweder hier oder wenn's, oder hier ein paar hundert Meter weiter. Ja, läuft ja rum. Dumm wie ich bin ich schon wieder ausgelockt, ich Trottel. Wolltest du noch irgendwas, oder? Muss er das erst wegschmeißen, ich Depp. Ah,
Ach, das passiert mir auch jedes Mal. Habe ich dir das eigentlich schon erzählt, wie ich, wann war das? Vor 2, 3 Tagen habe ich mit dem Philipp, mit dem Dörr habe ich gezockt. In Tscherno, so ein, hey, 30 von 40 waren da drauf. Wir haben halt Schüsse die ganze Zeit gehört. Und ein Repeater haben wir gehört und wir haben uns das angeschaut und uns angepirscht und so ausgekundschaftet mal. Dann haben wir uns aufgeteilt, weil er die Musin gehabt hat und Gilly auch und ich die Schrot. Dann war ich tot. Wieder nur den Dumpfen gehört einfach so. Okay, hätte man gedacht, Headshot einfach, der hat mich gesehen in dem Busch und so. Und eine Sekunde später wurde auf ihm schon geballert. Ja, das ist ein Hacker. Der hat den ESP angehabt, klar. Der sieht so Quadrate, wo die Spieler sich irgendwo befinden dann. Genau. Und das ist immer der Dörr hat gesagt, ja, er verpisst sich jetzt, das bringt's nicht. Sag ich, ja klar, ich laufe jetzt nochmal zurück. Und dann war es wieder dasselbe. Was mir wirklich besser gefallen würde, Phil, wenn wir mir sowas, solche Aktionen häufiger hätten wie letztens, einfach so mitten unterm Rumlaufen, wenn so spontan ja, deswegen, wir sollten auch wieder ein bisschen mehr unterwegs sein. Wir sollten uns nicht nur an Elektro klammern, das ist nicht gut. Mein Gott, wenn halt da mal einen Abend nichts passiert oder 2 Abende, dann ja, ist es auch egal. So. Dann muss man sich die Zeit anders vertreiben, so ist es halt mal. Weil ich droppe nochmal das Zeug hier. Jetzt bist du runter, oder? Nee, ich bin nur hier, ich habe mich schon 2 Meter weiter bewegt. Soll ich was aufheben oder so?